schauen. Okay, jetzt fliege ich immer dran vorbei. Okay, jetzt schießt er auf mich. Boah, ich muss erstmal irgendwie hinter den kommen. Wo ist der denn? Der kann auch. Kann es sein, dass der viel schneller manövrieren kann als ich? Okay, warum sind jetzt die Schilde offline? Ja, das ist ja nicht so toll. Und ich bin tot. Ja, geil. Ich habe nicht mal ansatzweise irgendwie begriffen, wie ich den mal vor mich kriege. Der ist ja immer hinter mir. Und da ist mein Sidewinder weg. Oh. Okay. Na, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, so kann man das natürlich auch machen. Okay. Ich bin draußen. Nicht autorisierter Zugriff. Landeerlaubnis wiederhergestellt. Mit L fährst du das Fahrwerk ein. Okay. Ah, okay, jetzt geht's. Vielleicht muss ich wirklich weit genug weg sein. Wow. Ah, okay, ich muss den Stern wirklich anpeilen. Damit kannst du innerhalb eines Systems reisen. Ne, jetzt entfernt sich das Ding wieder, weil das ja eine Umlaufbahn hat. Das ist witzig. Okay, man muss... Das ist aber geil, dass sowas auch mit eingerechnet ist. Wow. Wenn sich dem Ding so langsam nähert... Natürlich auch nicht zu nahe kommen. Ich weiß nicht, wie das mit der Schwerkraft ist. Sieht aus wie Zuckerguss. Aber das sind auch zwischen den Ringen, ja. Da sind ganz viele kleine Partikel. Ich weiß ja nicht, was das dann sind. Sind das kleine Felsbrocken oder wirklich nur so Staubpartikel? Okay, jetzt bin ich mittendrin im Ring. Oder kurz davor. Und das sind... Oh, das sind wirklich... Notstopp. Okay. Von dem Shift verfügbar. Das sind wirklich hier so... Felsbrocken. Ah, das ist schon krass. Dass das so detailreich ist. Okay, das wird knapp. Aber es geht. So, und jetzt habe ich es mal ohne
ohne Warnmeldung gemacht. Verlassen der Massesperre in 5 Kilometer. Ah, okay, das ist die Masse. Die Massesperre. Okay. Waffenfreie Zone verlassen. Okay. Und jetzt kann ich aufladen? Wahrscheinlich. So, jetzt probiere ich das Ganze nochmal. Okay. Jetzt bist du in Super Cruise. Und von da muss ich jetzt dann... Damit kannst du innerhalb eines Systems reisen. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich möchte ja... Systemkarte. Nee, ich möchte die... galaktische Karte. Und möchte Destination machen. Okay. Ziel wählen. Und jetzt? Verlassen. Auf Ziel. Ah, da ist es. Okay. Zum Start beschleunigen. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Okay, ich richte es aus. Beschleunige. Oh Mann. Okay, das ist krass. Wann muss ich bremsen? Okay, und dann ist man wirklich direkt beim Stern. Durch Manövrieren vermeidest du Kollisionen. Ich mache erstmal... Wähle Zielstation. Zu nahe. Verwende den Kompass, um das Ziel anzuvisieren. Warning, temperature critical. Warning, temperature critical. Okay. Was ist jetzt passiert? Reduziere bei Ankunft die Geschwindigkeit. Nicht erforscht. Ziel wählen. Ach, ist da die Station? Da, Zielpunkt. Ziel wählen. Okay. So, mit der jetzigen Geschwindigkeit bräuchte ich ein Jahr. Das ist natürlich ein bisschen lang. Deshalb gehe ich in den Modus hier. Und dann frage ich mich, ob mein Treibstoff dann noch reicht. Okay. War das richtig? Da ist auf jeden Fall die Station. Neuer Kontakt. Waffenfreie Zone betreten, okay. Jetzt versuche ich einfach mal hier... Laue Kolonie. Landeerlaubnis anfordern. Docking request granted. Okay. Ich habe 10 Minuten Zeit, da reinzufliegen. Ich hoffe, das ist richtig. Hä? Ach, hier ist zu.
So war das jetzt nicht geplant. Entschuldigung. Ah, da. Da. Ja, das wird ja markiert. Ah, jetzt. Ich war noch zu hoch. Das weiß ich doch nicht, in welcher Höhe man da sein muss. Gut gemacht, Kommandant. Durch die erfolgreiche Teilnahme an dieser Trainingssimulation bist du jetzt befugt, Raumschiffe mit Frameshift-Antrieb zu führen. Geil. Aber die Kampftrainingssachen, die habe ich immer noch nicht verstanden. Und das werde ich, glaube ich, auch nicht so schnell. Aber immerhin habe ich jetzt mal es geschafft, von einem Sternensystem in ein anderes zu reisen. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen bei diesem Blödsinn, den ich hier verzapfe. Aber es macht irgendwie Spaß, muss ich sagen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.